Und damit herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Wir sind endlich wieder zurück in der Gegenwart und haben die Bücher hier gerettet, die wir uns jetzt nochmal angucken wollen. Alt, aber nicht vergammelt. Ob Sie sich überhaupt daran erinnern, dass ich Sie gerettet habe? Sie wissen nicht, dass Sie ohne meine Hilfe vergammelt wären. Für Sie ist das nie passiert. Schade irgendwie, ne? Aber irgendwie auch gut. Okay, wir reden nochmal mit den Büchern. Die Bücher haben viel durchgemacht. Sie haben sich etwas Ruhe verdient. Oder wir reden nicht mit den Büchern und gehen zurück in die Eingangshalle, wo wir jetzt ja dank dem Zauberlehrling-Buch den Besen stoppen können, wenn wir ihn erwischen. Das muss doch gehen. In die Ecke, Besen, sei es gewesen. In die Ecke, Besen, sei es gewesen. Hey, ich hab gesagt, in die Ecke. Naja, immerhin ist der Spuk vorbei und die Eingangshalle ist gepflegt. Damit kann ich zu Direktor Bloch gehen. Gut. Er scheint wieder normal zu sein. Der magische Ausflug hat keine Spuren hinterlassen. Nimm mal mit. Können wir mit dem vielleicht noch die Spinnenweben dann wegmachen? Ne, können wir nicht. Okay, dann zurück zum Direktor. Der Eingang ist gefegt, die Kobolde sind weg. Die Bibliothek ist auch da. Wegen der Spinnweben muss ich Ihnen hier was zeigen. Webur, was willst du schon wieder? Ich wollte nur sagen, dass ich alle Aufgaben erledigt habe. Du hast... wie nicht anders zu erwarten. Da gibt es noch ein paar andere Dinge. Die anderen Stockwerke müssen noch vom Schutt befreit werden. Und das Dach hat Löcher. Außerdem haben wir ein Problem mit Riesenspinnen im Keller und kümmere dich um das Festessen für morgen. Der will mich doch einfach nur beschäftigen. Husch, husch, ich will feiern. Oder er sucht einen Grund, um uns zu feuern. Er gibt uns Aufgaben, die wir nicht erledigen, dann kann er uns wegen Vernachlässigung unserer Pflichten. Aber ich kann das doch unmöglich bis morgen schaffen. Unmöglich, unmöglich. Ich dachte, für den Herrn Gnom sei nichts unmöglich. Sie und die Ratsvorsitzende werden damit nicht durchkommen. Alle Stockwerke, das Dach, der Keller und das Essen bis morgen früh. Lass dir etwas einfallen, wie du das schaffst. Was sagst du dazu? Hallo? Das ist unfair! Niemand könnte all diese Aufgaben alleine erledigen. Ich brauche es gar nicht erst zu versuchen. Am besten, ich gehe runter in die Stadt und spreche mit Remy im Gasthaus. Vielleicht weiß er, was zu tun ist. Okay, können wir den Wischmopier mitnehmen? Können wir nicht. Ich bin ziemlich froh, dass ich mich um die Dinger nicht mehr kümmern muss. Man muss nur seine Rechte kennen, dann kann man alle Arbeit auf andere abschieben, wie es scheint. Naja, im Endeffekt musst du jetzt viel mehr machen, als wenn du halt diese Spinnweben noch sauber gemacht hättest, ne? Gut, wir gehen endlich raus. Direktor Bloch verhält sich seltsam. Seine Aufgaben kann niemand bis morgen schaffen. Dudel, dudel, lüt. Was? Hä? Dudel, lüt. Ja? Das ist nicht korrekt. Was meinst du? Die Aufgaben könnten erfüllt werden. Ja, ja. Von einem tollen, echten Zaubererlehrer. Nein, die meisten Magier schätzen körperliche Arbeit überhaupt nicht. Sie lassen arbeiten. Aber ich habe kein Gold, um eine Armee von Handwerkern zu bezahlen. Magier vertrauen seit Jahrhunderten auf die Hilfe von Golems. Die sind stark, arbeiten ohne Unterbrechung und müssen nicht bezahlt werden. Das klingt interessant. Aber ich glaube, ich werde mich erst einmal mit Remy im Gasthaus beratschlagen. Okay. Also das Klingeln von dem Tablet an der Schiefertafel ist schon sehr süß gemacht. Oha. Ist der nicht gerade gegangen? Tür verriegeln. Sehr wohl, Direktor Bloch. Ist der nicht gerade zur Tür raus? Und jetzt geht er nochmal zur Tür raus? Ich bin so ein bisschen verwundert. Und irgendwo und in Aventasien schieße ich mit dem Teppich empor zurück zur fliegenden Insel. Aber da war alles
ich weiß auch nicht, mädchenfiziert. Und dann, plötzlich, hat mir das Vieh eins über den Schädel gegeben. Bist du sicher, dass es sich so zugetragen hat? Ja, oder nein, das mit der Verwandlung war später. Aber ich wurde K.O. geschlagen, oder? Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft, verschwommen. Moment, alles war verschwommen. Und dann habe ich mir gesagt, besuchst du mal deinen alten Freund, den roten Piraten. Du warst mir immer der Liebste. Und daran ändert auch nichts, dass dich unser Freund da drüben in Ketten herbringen musste. Ach, guck mal. Kein Kopf. Kopfgeldjäger kann mich fangen. Sasi konnte das nicht und der da auch nicht. Du bist hier. Und du warst gut verschnürt, als du ankamst. Ja, das war nur eine augenblickliche Unaufmerksamkeit. Ach, von dem hat er, glaube ich, das Schiff geklaut, oder? Seit du mir damals Mary gestohlen hast, wollte ich dich kriegen. Und der kleine Teufelskerl kriegt dich in ein paar Tagen. Guter Mann! Ich hab die Mary nicht gestohlen. Und sie hat mich nicht gekriegt. Ich bin gar nicht hier. Du hast so mehr viel schöne Sachen hier als wie vor früher. Meine magischen Artefakte sind meine Kinder? Schätze sind viel wert und mächtig und schrecklich. Wo sind die ganzen Wachen hin? Sollte das hier nicht alles bewacht werden? Ach, was ist mit dem Artefakt des Schicksals? Das fehlt mir noch. Und ich will es haben. Ivo und der Erzmagier haben das Artefakt versteckt. Ich weiß nicht, wo es ist. Doch, du weißt es. Denn wenn nicht, dann könnte ich dich ja gleich von der Insel schmeißen lassen. Das ist schön, ich weiß es. Ich verrat's dir, wenn du mich gehen lässt. Mit 4 Kisten Gold. Ich hätte da einen Gegenvorschlag. Ich lass dich am Leben. Oder, nein... Sagen wir, ich gestatte dir einen schnellen Tod, wenn du mir sagst, wo es ist. Wenn das dein bestes Angebot ist, ist es Zeit für eine schnelle Flucht. Schnelle Flucht. Ich schlage auch kleine Leute mit Brille. Am liebsten sogar. Also gut, du hast es nicht alles gewollt. Was? Oh mein Gott, was? Oh Gott, was? Ist das ein Minispiel? Ja! Scheiße. Okay, also wir sind die Faust, die sich sehr träge bewegt und müssen die Sprechblasen jagen. Interessant. Halt, komm zurück. Nein, das habe ich rausgeklickt. Ich habe ja ein Mehr-Monitor-Setup und komm zurück. Nimm das und sehen. Hast du genug? Ich muss gerade noch schnell schauen, dass ich nicht aus Versehen die Aufnahme beendet habe. Endlich wieder was los hier. Ich bringe ihn raus und halte seinen Kopf in kaltes Wasser. Vielleicht kann er dann wieder klar denken, innerhalb seiner Möglichkeiten. Das ist eine gute Idee. Wenn wir nüchtern sind, können wir wieder betrunken werden. Wer ist denn der Kleine? Sieht irgendwie aus, als wäre es Wilbo in Verkleidung oder so. Nein. Von der Größe her. Was machst du denn? Du solltest doch nur so tun, als würdest du trinken. Der rote Pirat sollte einschlafen, wir hätten die Wachen überwältigt, uns die Lampe geschnappt und uns aus dem Staub gemacht. Das war der Plan. Plan, Schmarrn. Ich hab das gebraucht. Und außerdem, hast du dich hier mal umgesehen? Die ganze Insel ist wie ausgestorben. Keine Menschenseele hier.
Nur der rote Pirat und dem fehlt jeden Tag eine Tasse mehr im Schrank. Und sein Kunstgeschmack lässt auch zu wünschen übrig. Da bist du ja, Comfy. Wir verschwinden hier. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Auf zu Mary! Au. Ja, der gute Nate ist betrunken. Und wir sind das Vieh? Ja, wir sind das Vieh. Hey, wir steuern das Vieh. Gut, so viele Sachen anzugucken. Und er wird wahrscheinlich wieder nur Viehgeräusche machen. Okay. Wir können ihn nicht wecken, oder? Nein. Nee. Okay. Ich schaue mir trotzdem alles an. Nox, Nox, okay. Das kann ich noch aus dem ersten. Okay, wir können eine Kokosnuss nehmen. Kommen wir da dran? Nee. Okay, du bist zu klein. Und die Pfanne, können wir die nehmen? Ja. Ja, stimmt, ich vergaß. Das Vieh bewahrt ja alles in sich auf. Gut, der Pranger, können wir den angucken? Nein, hör doch auf mit der Geste. Okay, die Aushänge. Hier sind sehr viele Statuen. Schau nicht zu lange da rein, sonst schaut er irgendwann auch in dich, ne? Okay, wir reden mal mit dem Kopfgeldjäger. Das da ist unprofessionell. Ein abgehafteter Pirat und sein Bettvorleger. Hätte es besser wissen müssen. Okay, ist wohl doch nicht, Wilbur. Ja, etwas stimmt nicht. Eine fliegende Insel, nur von Piraten bewohnt? Hier müsste das Leben pulsieren. Richtig. Stattdessen keine Menschenseele. Nur ein paar Tiere und hässliche Statuen. Nein, ich werde diese Insel nicht ohne die Beute verlassen. Ein Djinn, der einem drei Wünsche erfüllen kann. Das ist fast so gut wie euer Artefakt des Schicksals. Solange Nate nicht ansprechbar ist, können wir gar nichts machen, fürchte ich. Ihr habt Glück, dass die Mary angekettet ist und die alte Fregatte nur noch Nate gehorcht, seit er ihr mal das Leben gerettet hat. Sonst hätte ich mir längst die Lampe geschnappt und mich aus dem Staub gemacht. Sorg einfach dafür, dass Nate wieder zu sich kommt, okay? Ich bin dran. Okay, wir hatten hier oben irgendwie was eingeblendet. Aha, da ist es. Ein Souvenirladen. Bling, bling. Bling, bling, okay. Haben wir hier nichts. Dann gehen wir doch mal zur Anlegestelle und gucken, was es da so gibt. Das Schöne an den Viehparts ist immer, dass die Angucksachen sehr schnell erledigt sind. Weil das Vieh immer nur einsilbige oder zweisilbige Sachen dazu zu sagen hat. Genau. Lass die Erdnüsse liegen, du hässlicher Vogel! Okay. Ich habe ein neues Artefakt. Es ist fantastisch. Ich glaube, der plappert das nach, was er von dem roten Piraten gehört hat. Deswegen reden wir mal weiter mit ihm. Sieh nicht hin! Sieh nicht hin! Lass die Erdnüsse liegen, du hässlicher Vogel! Okay. Lass die Erdnüsse liegen, du hässlicher Vogel. Ich habe ein neues Artefakt und sieh nicht hin, sieh nicht hin. Gut. Irgendwas ist mit dem neuen Artefakt schiefgelaufen wahrscheinlich. Vermutlich hat das Artefakt alle versteinert oder so. Gut, das Schloss können wir nicht öffnen wahrscheinlich. Wir probieren es trotzdem. Alarm!
Kann ich dir aufs Maul geben mit der Pfanne? Ich habe ein neues... Okay. Kann ich die Pfanne irgendwie mit ihm benutzen, wenn er da Alarm schlägt? Okay, nee. Kann ich nicht. Ich kann nichts benutzen, wenn er da allein Alarm schlägt. Aber vielleicht können wir mit dem Spiegel ablocken. Anlocken oder ablenken. Okay. Das hat ja auch schon mit Chip funktioniert. Okay. Wir können da die Sonne drauf richten. Wenn wir die Pfanne da hinstellen, könnten wir den Vogel braten. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel darauf hinaus will. Erhitze die Pfanne. Ich weiß zwar nicht, was wir mit einer heißen Pfanne sollen, aber... Okay, gut. Die Pfanne ist jetzt auch nicht auf einmal heiß oder so, das heißt... Können wir da hin? Okay, wir müssen den Vogel loswerden. Der geht hier hoch und fängt an zu flattern, wenn er Alarm schlägt. Mit der Pfanne, ich kann nichts machen, wenn er dann da hochgeht und flattert. Das heißt, wir müssen vielleicht noch irgendwas anderes. Können wir da rein in den Palast? Vielleicht gibt es da drin noch... Ja, da drin gibt es definitiv noch ein paar schöne Sachen. Das Schwert im Stein. Können wir das rausziehen? Zing. Nein, nicht zing. Zieh's raus. Geht nicht. Okay. Geht nicht. Betrachte das Füllhorn. Ich gehe mal kurz zurück und hole die Pfanne wieder. Die hätte ich ja wieder mitnehmen können. Einfach, weil da noch irgendwas in die Pfanne muss, damit wir es erhitzen können oder so. Vielleicht können wir die Pfanne jetzt auch mit Wasser füllen und das Nate übergießen. Dann kommt er wieder zu sich, was weiß ich. Aber auf jeden Fall können wir die Pfanne noch mit anderen Sachen benutzen. Aha. Fülle Salzwasser in die Pfanne. Okay, Pfanne voll Salzwasser. Ich ahne, dass wir gleich das Wasser verdunsten müssen, damit wir Salz bekommen, aber ich weiß noch nicht wozu. Deswegen schauen wir uns hier mal das Tuch an. Nicht, nee, das ist meiner. Und er hat schon genug Schaden angerichtet. Ach, unter dem Tuch ist was drunter. Alle weg. Allein gelassen. Allein. Och, der Arme. Was willst du? Du bist dieses Vieh. Nates Kumpel, oder? Lass mich in Ruhe. Ich will schlafen. Okay. Kompass. Den können wir doch sicher einpacken, oder? Nicht. Die Öllampe. Die wollte ja der Kopfgeldjäger. Was ist los? Keine Ahnung, was der Affe hat. Ich habe auf jeden Fall nicht gerade versucht, die Lampe zu klauen. Mm-mm. Erdnüsse. Erdnüsse. Lass die Erdnüsse in Ruhe, du dummer Vogel. Wir erinnern uns. Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich wieder zurück zur Anlegestelle. Kann ich noch mehr mitnehmen? Okay, ich kann mir hier beliebig viele Erdnüsse holen. Gut. Das muss das tiefgreifendste Gespräch in der Videospielgeschichte sein.
Okay, was war das Erste? Okay, da diskutieren sie und ich habe keine Ahnung, worüber. Okay, der Apfel sieht irgendwie ängstlich aus. Gut. Dann gehen wir wieder. Schauen uns mal das Buch hier an. Ah, Mojito. Baboon's Bottom. Okay. Mojito. Gluckchito. Süß. Bottom. Rumlimette, Rohrzucker. Shake-Figuren. Mangnag, Bebop, Selfie. Ich sehe schon, wir müssen hier, wir haben hier Zutaten, wir haben Shake-Figuren, wir müssen hier wahrscheinlich irgendwann ein Getränk mixen. Den Burning Mary. Unsere Mary. Den Grog XD. Okay. Oh. Okay. Und den Katerkiller. Ach, guck mal. Dann nehmen wir mit. Gluck, gluck, X. Genau, das ist der Katerkiller. Meins. Hey, du hast nichts gesehen. Und als Wilbur müssen wir die Sachen dann mit Trollrotze wieder zusammenkleben. Ne? Ich sehe es schon kommen. Okay. Würde aber sagen, damit machen wir hier für heute Schluss und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.